Moin, hier ist der Angelus. Es geht wieder weiter mit Spider-Man 2. Und ich bin hier wohl auf dem höchsten Punkt in der Stadt oder gefühlt der höchste Punkt, wobei das Gebäude da vorne könnte sogar noch ein Stückchen höher sein. Ich bin auf der Spitze des Empire State Buildings hier in New York City. Und das ist wirklich eine wunderschöne Aussicht hier, oder? Guckt euch das mal an, hier sieht man alles. Da ist das ist Williamsburg, da ist Brooklyn, da haben wir noch Queens da drüben auf der anderen Flussseite. Und da ist das Oscorp-Gebäude vor dem Central Park, da hinten ist Harlem, wo Miles wohnt. Da noch dieses Forschungsinstitut, wo wir auch in Miles Morales Spiel unterwegs waren, da. Und der Avengers Tower im Hintergrund mit dem schönen A drauf. Richtig geil, die Aussicht von hier oben, oder? Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wir kommen zurück hier zum Let's Play. Ich mache heute weiter mit der Hauptgeschichte, und zwar da unten 400 Meter, gleich hier in der Nähe vom Empire State Building. Denn Miles Morales muss jetzt versuchen, Black Cat zu finden, um sie zu warnen, dass sie gejagt wird von Kraven und ihren Leuten. Und das wird wohl dann, wenn wir sie auch treffen, das erste Mal sein, dass Miles Morales sie trifft. Die kennen sich ja noch nicht wirklich. Die Ex-Freundin von Peter Parker. Rein in den Pool. Oh, ich wäre in den Pool gelandet. Jetzt haben sie mir das genommen. Wie sieht's aus? Als wäre hier geplündert worden. Perfekt, um die von Genki ausgerüstete AR-Technologie einzusetzen. Wollten sie schon versuchen zu bekommen, aber guck mal, wie hier die Kratzer und sowas. Sie hat sich wohl gewehrt. Vielleicht ist sie denen noch entkommen. Was ist das für eine Statue hier? Kennt man den? Das ist ein Satyr, oder? Mit den Hufen? Ja. Okay, gucken wir mal, was wir hier finden. Kratzspur. Irgendeine Spur von ihr? Ich habe Kratzspuren mit Spuren von Metall gefunden. Ich prüfe, ob sie zu ihren Krallen passen. Ja. Es könnten ihre Krallen sein oder die Krallen von diesen neuen Wachbestien, die Jäger dabei haben. Leute, übrigens, vielen, vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Folge. War cool. Dankeschön. Ich muss nur die molekularen Bestandteile der Metallrückstände isolieren. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Okay. Chemie, mein absoluter Erzfeind. Okay, ich soll die hier die zerstören? Mach ich doch einfach so. Und hier dahin. Der macht dann alles weg. Easy. Fertig. Ha! Bitte nicht noch mehr. Das reicht. Wolfram. Wolfram. Aha. Okay, Wolfram. Ich hab's. Es ist sie. Ah, zum Glück. Spuren von ihren Schuhen. Leicht. Sie muss sich beeilt haben. Mhm. Sie holte etwas aus dem Kasten an der Wand. Sieht aus wie ein Safe. Aber er ist leer. Sie lässt sich nicht so einfach von denen fangen. Die Pfeile hier, ey. Jäger. Mhm. Sollte ausreichen, um die Szene zu rekonstruieren. Oh ja, mach mal. Guck ich mir an. Sie haben angegriffen, aber sie ist geflohen. Sie springt sie vom Dach. Sie sind schon auf der Spur. Deshalb muss die Stadt vor den Jägern gewarnt werden. Sie hätten... Halt mich auf dem Laufenden. Wow! Alter. Das muss sie sein. Einfach eine Explosion da hinten. Und so wurde aus einer freundlichen Warnung ganz schnell eine Rettungsaktion. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Ja, auch. Alicia kann auf sich aufpassen, aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesen Jägern. Ach, wirklich? Du sorgst dich um die Ex von deinem Freund? Das nenne ich Mitgefühl. Niemand hat es verdient, von den Jägern gejagt zu werden. Ist doch scheißegal, ob das dann die Ex-Freundin von Peter ist, oder? Hat sie hier auch gewohnt? Könnte auch noch. Die hat ja verschiedene Häuser. Ich hab sie wohl verpasst. Irgendeine Spur von ihnen? Ich schau mich mal eben um. Hier haben sie wieder gekämpft. Aber hart auch. Jetzt auf die andere Seite. Zielübung mit dem Herzchen hier. Nice. Oh, ich muss Stromverbindung herstellen. Noch ein Safe. Aber dieser ist verschlossen. Sie hat ihr Leben riskiert, um ihn zu erreichen. Ich muss ihn öffnen, aber er hat keinen Strom. Ein elektrischer Knoten. Es gibt sicher mehr.
Ich glaube, sie versucht gerade so von Safe zu Safe zu flüchten, um schnell ihre Sachen rauszuholen, damit sie sich verziehen kann aus der Stadt. Damit sie wegkommt. Noch ein Knoten geschafft. Aber dafür braucht sie halt erstmal alles, was sie so zusammengespart hat. Das ist die unterbrochene Stromleitung. Sie ging darunter. Ich wette, der Generator ist für den Safe. Der da oben. Energie! Wenn ich mein Netz mit dem Generator verbinde, kann ich den Safe öffnen. Natürlich kannst du das. Wo war hier das erste denn? Das da? Sieht gut aus. Natürlich. Fast geschafft. Jetzt werden wir uns draufgegangen. Das war's. Doch, hier. Okay. Ich bin drin. Paris. Mhm. MJ, kannst du Französisch? Nicht ein Wort, aber schick's mir mal. Okay. Google-Übersetzer. Hier ist eine Bedienungsanleitung für einen Stab von Watoomb. Watoomb? Was? Ich mach mich mal schlau. Eine Sekunde. Ein Stab von Watoomb? Jäger. Was auch ihr Ziel ist, ich muss hinterher. Oder sie sucht etwas. Laut einer Übersetzung des mystischen Arkana ist dieser Stab alt. Ja. Und ich meine, vor unserer Zeitrechnung alt. Oh. Angeblich kann sein Träger damit Portale erschaffen, die ihn an jeden nur möglichen Ort bringen. Wie Magie? Wenn sie so etwas in die Hände bekommt. Ich wüsste, was damit anzustellen. Miles, halten wir uns an den Plan. So wie Dr. Strange? Der kann das aber nur mit so einem Ring machen. Und sie mit dem Stab? Sind in Position. Sie gehört uns. Oh, guck mal, das ist Dr. Strange Anwesen. Es ist das Sanktum. Das Sanktum in New York hier. Dr. Strange Haus. Sie ist definitiv da drin. Ich muss die Jäger loswerden. Sie will das wirklich von Dr. Strange klauen. Was auch immer dieser Stab macht. Er ist hell. Mhm. Das gefällt mir nicht. Was hat sie vor? Ja. Das wird Wang auch gar nicht gefallen. Er ist doch der oberste Zauberer. Einfach hier in der Baker Street. Haben wir wieder das Sanctum Sanctorum gefunden. Wenn wir sie fangen, steigen wir in Cravens Imperium auf. Natürlich wollte er das. Vertraust du ihm? Sonst wäre ich nicht hier. Vielleicht erstmal den da ausschalten, der ist safe. So viele Scharfschützen hier. Entweder zaubert Black Cat da drin, oder ich verpasse eine krasse Party. Ist Strange nicht dabei? Das sind drei, ey. Die sind einfach drei auf einem Haufen. Der ist safe. Geh schlafen. Geh einfach schlafen. Alter, sind das viele, Mann. Könnte einen dahin schießen. Bringt gar nichts. Schalte ich erstmal die anderen aus da hinten. Sie spielt mit uns. Aber ich spiele auch mit euch. Sie ist uns schon zweimal erwischt. Diesmal nicht. Diesmal kriegen wir. Gerüchten zufolge gehen in diesem Gebäude seltsame Dinge vor sich. Ach wirklich? Das scheint zu stimmen. Kennen die Dr. Strange hier noch gar nicht? Oder Miles? Ja, oh gut, woher soll Miles die denn kennen? Was war das denn? Er geht alleine. Die gehen aber auch langsam. Guck dir das an. Was zur Hölle ist da drin los? Versucht sie uns
Gedanken. Ich sehe ihn von hier aus nicht mal. Ich muss dahin. Oh, hallo. Die Spinne ist hier. Scheiße. Ich wollte nicht darauf. Nein, die haben den... Schon wieder so ein Tallyhawk. Kannst du mal das Laserding auf jemand anders zielen? Wow! Alter, ich bin gerade hochgekommen, dann kriege ich einen Schuss ab. Was für ein Timing. Schaltet sie beide aus. Der französische Text auf der Postkarte bedeutet: Mein Lieblingsinhaber. Die Zeit ist knapp. Hm, ein neuer Partner? Bei Felicia weiß man nie. Hatte sie nicht einen Sohn? In anderen Teil hatte sie doch einen Sohn erwähnt, oder? Im ersten Teil. Er ist oben. Peter hatte doch zuerst befürchtet, dass er vielleicht der Vater ist, aber so. Aber sie hat das ja doch nicht genau gesagt. Oder war das nur. Und dann dachte man zuerst, es wäre vielleicht eine Verarschung und sie hat gar keinen Sohn, aber. Es könnte natürlich sein, dass der sich vielleicht in Paris versteckt oder so. Sind hier noch welche? Ja, da drüben die. Immer noch. Ich habe ein komisches Gefühl. Ich auch. Ich sehe Spider-Man. Los, geh mal hier runter auf dem Dach. Tschüss. Okay, der ist weg. Können wir jetzt rein in... Das waren dann alle. In Dr. Strange Haus? Mal sehen, was Felicia so treibt. Ja, sie hat schon ein Portal geöffnet. Ich denke mal, sie kommt jetzt raus und wir können nicht da rein. Da ist sie. Sie hat den Stock. Mal was Neues. Ja. Die kleine Spinne möchte spielen, ha? Huh? Geht nicht mehr. Doch, jetzt. Wettrennen durch die Stadt. MJ, sie hat den Stab geklaut. Und die Magie ist ziemlich echt. Was ist passiert? Hey, Cat, können wir reden? Mach doch mal langsam. Verschwinde oder ich zaubere dich in den Pazifik. Wie kommst du auf unseren Kanal? Ihr benutzt immer noch den alten. Hast du nichts Besseres zu tun, Kleiner? Felicia, du musst aufhören. Das ist leichtsinnig, selbst für dich. Wer ist das? Bist du das, Roger? Wie läuft's denn so mit der alten Spinne? Hubschrauber. Ah! Wow, das war nice. Kannst du das lassen? Ich will dir helfen. Ich brauche keine Hilfe von dir oder sonst einer Spinne. Weißt du, was der Stab kann? Sie will damit bloß mehr Kunstwerke stehlen. Hey, ich kann euch Clowns hören. Wow. Eine U-Bahn? Felicia, das ist gefährlich. Das ist wirklich wie bei Dr. Strange, ey. Aber sieht Vorsicht, nice aus. Die Jäger sind zurück. Oh, die müssen mich echt mögen. Wir können das beenden. Wir können den stoppen, der dich töten will. Stiehl dein eigenes mystisches Artefakt. Ich hab keins. Oh, nein. Antarktis? Ich hab keinen Schall dabei. Dieser Stab kann uns zu Craven bringen. Es ging hier nie um Craven. Jetzt ist sie da drin. Mega stylisch, aber. Warum hilfst du mir nicht, ihn aufzuhalten? Du bist Spider-Man. Du hast die Stadt schon mal gerettet. Das schaffst du auch wieder. Spider-Man hatte recht mit dir. Du denkst nur an dich selbst. Hör mal, Kleiner. Das geht dich nichts an.
Meine Freundin ist in Paris. Und hat meinetwegen Ärger mit üblen Kerlen. Hast du jemals was aus Liebe getan? Sie braucht mich. Jetzt. Wenn ich nur wüsste, wie ich mit diesem Ding vorankomme. Laut MJ ist dir nicht zu trauen. Der Rotschopf ist schlau. Aber du musst eigene Entscheidungen treffen. Ich würde mal in Deckung gehen. Okay, es geht um eine Freundin in Sie gehört mir! Hinter dir! In Frankreich. Kann sie nicht fahren! Du solltest weg! Nimm dir ein Portal! Die Bedienungsanleitung für dieses Artefakt war nicht verständlich. Du wirst wohl langsam besser darin. Nicht besser genug. Wir kriegen das schon hin. Gemeinsam. Verdammt. Mutige Einstellung, Junge. Es heißt Spider-Man, nicht Junge. Danke. Okay, Spider-Man. Dann zeig mal, was du kannst. Mehr von ihnen. Auf dem Dach. Hey, durch dieses Portal. Geil. Dankeschön. Ja, das ist ja geil mit der. Guck dir das mal an, ey, diese Effekte. Double Take Downs mit Strange Portal, ey. Und genau wie in Teil 1 wird hier. Das war eiskalt erwischt! Wird Black Cat hier auch gesprochen, wieder von Lara Loft. Okay, geredet Software habe ich. Das waren alle. Oh, oh. Da ist ein Geschützturm. Das sehe ich auch. Hier ist noch ein Portal. Okay. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze. Schalte den Geschützturm damit aus. Ausweichen! Au. Er hat dich geknallt. Hey, Spider-Man. Glaubst du, die sind wegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen. Wusstest du, dass Seelöwen bis zu 40 km/h schwimmen können? Achtung, Jäger, da sind viele. Kraven will ich wohl echt kriegen. Ich bin nicht zu haben. Sie wollen uns definitiv müde machen. Wenn sie mich wollen, müssen sie mich umbringen. Lass wir es nicht so weit kommen, okay? Gib mich her. Den da will ich. Oh, Hunde. Wie findest du Hunde? Ich stehe mehr auf Katzen. Hab ich mir gedacht. Keine Hunde. Die beißen wie Hunde. Schlimmer. Vorsicht, die Portale. Zu Boden. Hier ist wieder so einer, der am Rumfliegen ist. Hier drüben. Das war krass. Nein. Eigentlich wollte ich das geschützt von hier haben. Das könnte mein letztes Leben sein. Nein, wir bringen dich nach Paris. Deine Freundin braucht dich. Du bist wirklich Spider-Man. Natürlich bin ich Spider-Man. Nein, ich bin tot. Ich bin kein Spider-Man mehr. Ich bin Opfer. Opfer-Man. Ah, schade, ey. Gerade die Geschütze so perfekt ausgeschaltet. Ah, da ist ein Geschützturm. Oh nein, ein Geschützturm. Hier ist noch ein Portal. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze. Schalte den Geschützturm damit aus. Jetzt kommen noch die Hunde, oder? Hey, Spider-Man. Glaubst du, die sind wegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen. Wusstest du, dass Seelöwen bis zu 40 km/h schwimmen können? Achtung, Jäger, da sind viele. Kraven will dich wohl echt kriegen. Ich bin nicht zu haben. Die wissen aber auch echt nicht, wann sie down bleiben sollen, ey. Sie wollen uns definitiv müde machen. Wenn sie mich wollen, müssen sie mich umbringen. Lass mir es nicht so weit kommen, okay? Kommen die Hunde? Ja. Wie findest du Hunde? Ich stehe mehr auf Katzen. Und das sind keine Hunde. Sie beißen wie Hunde. Schlimmer. Vorsicht, die Portale. Überraschung. Der war eiskalt erwischt. Alter, ich kann meine Fähigkeit nicht einsetzen.
Sie schicken Reparatus auf uns. Das könnte mein letztes Leben sein. Ein Störsignal ist hier. Nein, wir bringen dich nach Paris. Deine Freundin braucht dich. Du bist wirklich Spider-Man. Da oben. Ja. Chill mal auf der Bank hier, ey. Diese Störsender waren ja ätzend. Ich konnte meine Dings Venom-Fähigkeit nicht einsetzen. Die wurden unterdrückt. Okay. Hui! Rasant. Hier. Fokussieren. Denk an den Eiffelturm. Oh. Ab nach Paris. Aber nicht der Eiffelturm in Las Vegas. Ah, es ist der richtige Eiffelturm. Schnapp sie dir. Oh, sie lässt den Stock da. Au revoir, Felicia. Danke dir. Gern geschehen. Aber die sehen wir so schnell wohl nicht wieder. Jetzt ist sie erstmal in Paris. Aber damit ist sie in Sicherheit und hier nicht mehr in New York, wo es echt gefährlich ist für sie gerade. Zeig mir Lee. Nein, jetzt spiel damit nicht rum. Ha. Hast du davon. Eine Nachricht von Strange? Nee, von Wong. Er ist wieder zurück nach Nepal. Natürlich von Wong. Wong ist ja der oberste Zauberer. Er hat sich den Stock zurückgeholt. Hey, was ist mit Felicia? Sie ist vorerst in Sicherheit. Was macht dein Artikel? Hab ihn Jonah geschickt. Wünsch mir Glück. Du schaffst das. Hey, du musst nach Coney Island. Was, wieso? Mysterio wurde doch gerade entlassen. Was? Tja, er eröffnet dort eine neue Attraktion. Ist er das nächste Ziel der Jäger? Könnte sein. Und rate mal, wer heute noch da ist. Ein Tipp. Du stehst seit über einem Jahr auf sie. Komm schon, Bro. Bro, mich nicht an, Bro. Du und Haley seid füreinander gemacht. Du musst sie fragen. Das ist ein Naturgesetz. Mal sehen. Aber erst ist Mysterio dran. Mysterio? Der auch noch? Alter Schwede, ey. Das war eine coole Mission mit Black Cat. Aber halt schade, dass sie jetzt weg ist. Ich hätte gerne noch mehr von ihr gesehen. Aber vielleicht kommt sie ja nochmal wieder in den DLC oder sowas. Komm, wir machen jetzt erstmal das da. Oh, Mysterio, komme ich mich später. Das hier ist sie gerade in der Nähe. Kann Miles diese Mission an dich machen oder sind die für Peter? Jay, wenn Jonah, Jameson. Wenn man Brooklyn glauben kann, sind diese Spider-Man noch mächtiger geworden als befürchtet. Magische Portale, U-Bahn-Wagen, die von den Gleisen verschwinden, Feuerwehrautos, die durch den Nachthimmel fliegen. Und mittendrin der neue Spider-Man. Der neue. Netze und Sachbeschädigung waren wohl nicht genug. Jetzt wird es auch noch mystisch. Kennt ihre Zerstörungswut denn keine Grenzen? Ich habe beinahe Mitleid mit dieser armen Seele, der so ein kriminelles, schändliches Leben vorherbestimmt ist. Apropos kriminell. Spider-Man hat anscheinend mit Black Cat zusammengearbeitet, einer notorischen Diebin. Sie sind aus dem gleichen faulen Holz geschnitzt. Wenn das nicht genug über Spider-Mans Absichten aussagt, habe ich noch etwas für Sie. Was noch? Die Spider-Man tauchen auf und diese Jägergruppe folgt ihnen auf dem Fuße. Jetzt klar, diese Spider-Man ziehen Übeltäter an. Black Cat scheint mittlerweile verschwunden zu sein. Gute Reise. Wenn es tatsächlich Magie gibt, lassen Sie uns hoffen, dass irgendjemand den Schandfleck unserer Stadt wegzaubert, der die Spider-Man sind. Hoffen wir auf einen Tag ohne weiteren Spinnenvorfall. Oh, rein, Jonah. Okay, die lasse ich immer mal durchlaufen, die Nachrichten hier, bevor ich da drüber laber. Guck mal da, eine Ausstellung von Nofretete. Okay, dann machen wir hiermit weiter. Ich muss auf Peter wechseln, denn das sind nur Aufgaben für Peter Parker. Und da ist er schon. EMS also. Was geht ab? Und der Teleportationsstab ist wieder ganz sicher in Kamatage. Was haben wir diesmal hier? Was ist das? Hey. Diese Windturbinen sind klein, aber oho.
Werden sie in Höhenströmungen eingesetzt, sind sie eine potenziell autarke Quelle sauberer Energie. Später fliegen sie zu einer Dockingstation. Aber jetzt möchten wir sie für einen ersten Probelauf platzieren. Mit den Netzflügeln sollte ich damit auf die richtige Höhe kommen. Ja, und dann in dem Man nennt es nicht umsonst Brooklyn Heights. Luftstrom, okay. Und ab geht's! Energie aufladen. Ha! Die Netzflügel allein geben nicht genug Auftrieb. Ein kleiner Schub noch. Die Kreuzung Cord und Montague ist super windig. Ich habe oft Papiere verloren, wenn ich da durchgegangen bin. Nutzen wir das als natürlichen Windkanal. Noch mehr? Turbine einsetzen. Und jetzt Einsatz! Oh. Flieg frei, kleine Turbine! Die bleiben dann da kleben, oder was? Kabam! Ups, ich muss umdrehen. Komm schon, ich bin das noch so ein Saft. Echt hoch! Eine noch. Wenn man so schnell ist, ja, also, ist nicht gut unter Kontrolle. Toll. Alle erfolgreich gestartet. Alle? Ich mach mich. Eine Turbine ist beschädigt? Ah. Was? Wie? Die das muss brand- ich mir ansehen. Die war brandneu. Fangdrohnen greifen die Turbine an. Oh ich nein, muss sie aufhalten. Natürlich. Oh. Hier schon wieder? Müssen wir uns immer über den Weg laufen? Komm uns nicht in die Quere, dann tun wir das nicht. Oder über den Echt? Weg fliegen. Ich bin euch im Weg. Tat das weh? Ja, das hat weh. Wow, die habe ich aber zerkloppt, ey. Das ging schnell. Was okay, macht die Turbine? Das waren alle. Ich muss die Turbine zurück an ihren Platz bringen. Die sind so aufgeblasen und dann sammelt die Energie. Alles läuft wieder. Dr. Nguyen sollte dringend eine Art Turbinen-Security für die Dinger einrichten. Mhm. Guck dir diese ganzen Windkanäle hier an. Hier zwirbelt sich der Windstrom aber ordentlich, ne? Kommt hier von allen Seiten, weil das auch hier so offen ist. Da vom Meer aus und so. Netter Luftstrom. Okay, die Aufgabe haben wir fertig. Das war hier, ne? In dem Gebiet. Ja, Experiment 1 von Fragezeichen. Das ist durch. Und die nächste Hauptmission ist dann hier. Da muss ich aber wieder auf Miles wechseln. Und dann machen wir mit dem weiter. Dann kann man immer hier dieses Menü aufmachen. Das ist in Central Park. Das mache ich dann so. Und hier zu Miles wechseln. Ein ganz nettes System. Und da ist er wieder. Und jetzt ist es nur noch 800 Meter bis zur nächsten Hauptgeschichte. Leute, in der nächsten Folge machen wir die Hauptgeschichte weiter. Wenn es da wirklich um Mysterio geht, müssen wir schauen, dass wir Haley beschützen können. Weil ich glaube, der plant doch bestimmt auch wieder irgendeinen Schabernack. Leute, bis zur nächsten Folge von Spider-Man 2 und danke für den Daumen hoch oben, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dann, ciao, ciao.